Also wenn wir den Verdacht haben auf das Coronavirus, dann sieht die Standardausrüstung für die Hygiene folgendermaßen aus. Wir fangen mit den Händchen an. Gibt ihr das gerade mal? Gefolgt von einem Schutzmantel. Wenn ich dir da gerade hilf zum Anlegen. Voilà. Einmal umkehren. So. Hast du? Ja. Mach dir da gerade zu da hinten. Das ist Einwegmaterial. Das kommt nachher weg. So. Dann ist noch wichtig, die Schutzbrille einmal und noch eine Maske, dass wir geschützt sind gegen die Luft zum Einatmen, wo wir hier einatmen. Das ist hier. Ich nehme das aus zuerst. Der Patient kommt auch eine Schutzmaske über, allerdings eine andere, wie das wir jetzt überkommen. Die schützt vor allem vor der Einatmungsluft. Nach dem Einsatz werden die Einwegkleider entsorgt. Und unsere Einsatzkleider, die wir anhaben, die gehen in die Infektionswäsche. Wir selber gehen duschen, legen uns wieder frisch an. Unsere Einsatzschuhe werden auch gereinigt und desinfiziert. Und am Schluss der Rettungswagen, wo der Patient drin war, wird auch desinfiziert und wird mit dem Wasserstoffperoxid-Vernebler dann noch vernebelt für eine Stunde.